Die Österreicher spielen heute in den Traditionsdressen, in den weißen Leibchen. Hier haben wir die Aufstellung der Ungarn. 1 Mészáros, 2 Parocai, 3 Kerekes, 4 Varga, 5 Pastor, 6 Kardos, der einzige Neuling, 7 Bodoni, 8 Nilasi, 9 Lacikis, 10 Dojka und 11 Bölöskei. Die Ungarn sind direkt hierher vom Trainingslager Ödenburg ins Wiener Stadion gekommen. Sie haben gar kein Hotel bezogen, sondern kamen mit dem Bus direkt ins Stadion. Der schwedische Schiedsrichter Eriksson, ein WM-Schiedsrichter aus Argentinien, pfeift den Länderkampf an und die Aufstellung der Österreicher mit den 3 Neulingen. 1 Feurer, 2 Dihanich, 3 Obermeier, 4 Mirnek, 5 Petzai, 6 Hattenberger, 7 Keglevic, 8 Prohaska, 9 Krankl, 10 Welzel und 11 Kurdjara. Hattenberger. Welzel. Der neue rechte Verteidiger, einer der 3 Neulinge, ein Burgenländer, Johann Dihanich aus Klingenbach, spielt bei der Wiener Austria, 21 Jahre alt. Prohaska heute im Mittelfeld. Die österreichische Mannschaft, das ist außergewöhnlich, spielt heute mit 3 Spitzen. Dojka. Varga, der linke Verteidiger der Ungarn, die heuer bereits 7 Länderspiele ausgetragen haben. Die Ungarn haben ja mit der WM noch etwas Zeit. Sie sind in einer sehr schweren Gruppe mit England, mit Rumänien, mit der Schweiz. Aber sie haben ihr erstes WM-Spiel erst im kommenden April. Das heißt, Teamtrainer Mészáros hat noch einige Monate Zeit, an einer Mannschaft zu basteln. Und der Neuling Dojka mit der Nummer 10 ist heuer schon der 33. Spieler in der ungarischen Mannschaft. Daran sieht man, dass die Ungarn auch größte Schwierigkeiten haben. Hattenberger. Jara. Jara hat heuer nahezu alle Tore der österreichischen Nationalmannschaft geschossen. Jara berühmt für seine Weitschüsse. Das gibt Eckball für die Österreicher in der 6. Spielminute. Den Eckball von dieser Seite wird Kurt Jara treten. Kurz abgespielt, ja, das war Dihanich. Ich hoffe, dass wir während des Spiels noch einige Male Gelegenheit haben werden, die 3 Neulinge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Und Sie hören an dem Jubel der Zuschauer, dass auch viele ungarische Schlachtenbummler hier im Wiener Stadion sind. Dieter Mirnek vom MSV Duisburg. Jara. Ja, man sieht es jetzt an der Grundaufstellung. Hier haben Sie es deutlich gesehen. 3 Sturmspitzen der Österreicher. Pastor, Nummer 7 ist Bordoni, der Rechtsaußen von Honved. Der trickreiche Bölöskei gegen Dihanich. Bölöskei hat noch im Vorjahr in der ungarischen UEFA-Auswahl gespielt in Österreich und da stand übrigens in der Mannschaft der Österreicher damals Keglevic ebenfalls als Junioren-Auswahlspieler noch. Krankl, genau markiert von der Nummer 2 von Parocai im Augenblick. Jara. Petzai. Bodoni. Pastor Nummer 5, den Mann muss man sich merken. Bodoni. Ui, gefährlich. 8. Und die erste Bewährungsprobe für Herbert Feurer, den 26-jährigen Tormann von Rapid.
geschossen hat. Tibor Nilashi, den wir hier im Bild haben. Das war Tihanich und Eckball für die Ungarn. Josef Pastor, Nummer 5. Den Eckball dreht rechts außen Bela Bodoni von Honved, vom Meister Kegelwitz. Ja, herrlich, wie Welzel jetzt Pastor aussteigen ließ. Welzel, Krankl ist allein. Großartige Abwehr von Tormann Mesaros, der rausgelaufen ist. Ja, das war die erste große Tormöglichkeit der Österreicher. Wie lange haben wir gespielt? Wir haben knapp eine Viertelstunde im Wiener Stadion. Es steht 0:0 zwischen Österreich und Ungarn. Das ist der Neuling in der ungarischen Mannschaft. Die Ungarn haben nicht nur einen Riesenverschleiß an Spielern, sondern auch an Teamchefs. Karl-Mann Möse ist seit der Weltmeisterschaft 78 schon der vierte Teamtrainer der Ungarn. Sehr guter Schuss von Vorstopper Josef Kardos von Újpest. Unbestritten klasse sind ja die beiden österreichischen Innenverteidiger Erich Obermeier, der jetzt am Ball ist, und Bruno Pezzay. Jara, nicht zu verkennen, immer hat er das Leiberl draußen hängen. Das ist schon sein Markenzeichen neben seinem glänzenden Fußball. Er ist ja zurzeit das Hirn der österreichischen Mannschaft, wechselt sich mit seinen Ideen mit Herbert Prohaska ab. Hattenberger, Krankl, Tor! Ein Traumtor von Hans Krankl nach diesem wunderbaren Pass von Roland Hattenberger. Hattenberger hat den Ball dann hinein befördert noch. Ja, in der 21. Minute 1:0 für Österreich durch Krankl. Ein Tor, das sich geradezu abgezeichnet hat, als die Aktion eingeleitet war. Hattenberger spielt heute überhaupt sehr stark. Oh, das war die nächste Möglichkeit. Zwei Riesentorchancen von Roland Hattenberger innerhalb von wenigen Sekunden. Hier sehen Sie diese Szene noch einmal. Sehr dynamisch spielt Roland Hattenberger, antrittsschnell. Ja, das Spiel läuft bis jetzt eigentlich so, wie wir es erhofft hatten. Vorgestellt ist vielleicht etwas übertrieben, aber so, wie wir es erhofft hatten. Ja, ein großartiger Schuss, aber ich glaube, dass der Tormann am Eck gewesen wäre. Hier haben wir die Nummer 7, Bodoni. Damit hat Kurt Welzel jetzt zwei Tore schon geschossen in zwei Länderspielen. Krankl zuerst an die Stange und dann hat Welzel abgeschlossen. Kegelwitz! Ans Außennetz, nein. Naja, jetzt häufen sich die Torchancen der österreichischen Mannschaft in diesen ersten 23 Minuten hier im Wiener Stadion. Und für einen jungen Spieler, der in eine Mannschaft hineinkommt, wo das Spiel läuft, für den ist das natürlich ein geradezu idealer Start. Für Welzel ist dieser rutschige Boden für seine großartige Technik ideal, auch für Prohaska. Ja, im Augenblick schaut es wirklich nicht gut aus für die Ungarn, aber verschreien wir es nicht. Nach
25 Minuten für die österreichische Mannschaft, völlig verdient mit 1:0. Sie haben selbst gesehen, in den letzten Minuten haben sich die Torchancen gehäuft. Kiesch, Plattenberger, Prohaska, Kranki, mit dem rechten Fuß geschossen. Naja, ohne zu übertreiben, es könnte jetzt 3:0 stehen schon für die Österreicher. In diesen knapp 26 Minuten. Tormann Mészáros ist einer der Hauptbeschäftigten in der ungarischen Mannschaft. Also der Hartenberger spielt heute wirklich auf. Roland Hartenberger, Tor, Christian Keglewitz. Ja, was soll man dazu sagen, sein erstes Spiel in der Nationalmannschaft, hineingerutscht mit dem enormen Torriecher, den eben nur ein Stürmer Talent mitbringt. Und ich glaube, wir können uns mit diesem jungen Rapidstürmer freuen. Und wieder Hartenberger hat dieses Tor vorbereitet, auch ihm gehört zumindest die Hälfte an diesem Tor. Bravo Christian Keglewitz, 2:0 für Österreich in der 30. Minute. Vielleicht haben Sie im Vorjahr, im September, hier das Spiel zwischen Österreich und Ungarn miterlebt. Das ist die österreichische Betreuerbank. Kranki. Der Pass kam von Keglewitz. Ja, und im Vorjahr, da gewannen die Österreicher gegen Ungarn 3:1. Ganz üben die Ungarn den Schrecken der früheren Jahrzehnte nicht mehr aus. Die Bilanz wird immer besser, aber ich muss sagen, die österreichische Mannschaft spielt fantastisch. Wieder Roland Hartenberger. Fehler der Abwehr und Wendt hat sofort geschossen. Keglewitz. Pastor. Deika. Krankl lässt den Ball abprallen für Jara. Keglewitz. Wunderbarer Haken weg vom Gegner. Die Spritzigkeit der österreichischen Stürmer fällt auf. An die Stange geschossen von Nummer 7 von Bodoni. Da war jetzt einiges Glück dabei. Nummer 7 Bodoni von Honvéd. Bodoni. Verschossen hat mit dem rechten Fuß links außen Pölöschkei, aber Eckball für die Ungarn, weil der Ball abgelenkt wurde. Pet sei es mit dem Kopf da, da ist er schon absolute Spitze.
Der lange Bruno leitet auch den Angriff an Keglewitzer ein. Und das gibt die erste gelbe Karte. Für das Foul an Keglewitz. Und zwar für die Nummer 4, für Josef Varga von Honved. Das ist Tormann Mesaros. Bis jetzt hat Hattenberger sehr viel Kondition. Er sichert hinten ab und geht auch immer den Angriff mit. Er hat ja beide Tore vorbereitet. Es ist erstaunlich, wie schnell die österreichische Mannschaft sich eingespielt hat. Man muss bedenken, drei Neulinge dabei, die noch keine Gelegenheiten hatten, mit den anderen zu spielen, in keinem Trainingsspiel. Libero Kerekes, der heute in enorme Schwierigkeiten kommt, immer wieder. Pastor. Riesige Möglichkeit für die Ungarn durch Tibor Nilagyi. Naja, zwei Torchancen haben die Ungarn jetzt schon gehabt. Wir haben es hier noch einmal. Sie drücken jetzt und das kommt immer dann in jenen Augenblicken, wenn die Österreicher zu offensiv spielen. Durch das 2:0 sind sie ja beflügelt und manchmal riskieren sie dann halt ein bisschen zu viel. Und dann kommt es zu diesen Konterangriffen durch die schnellen Spitzen, wie wir es jetzt zweimal in den letzten 5 Minuten erlebt haben. Aber nach wie vor, 5 Minuten vor der Pause, 2:0 für die österreichische Mannschaft. Eckball für die Ungarn. Keglewitz. Der alte Rapid-Goalgetter und der neue haben jetzt miteinander gespielt. Krankl und Keglewitz. Raska versucht heute immer den Ball sehr schnell abzuspielen. Welzel. Jara. Jara. Ganz zufrieden war er mit seinem Schuss nicht. Hat ein bisschen in die Erde getroffen. Parozai. Ja, etwas langsam läuft dieser Angriff der Ungarn jetzt. Die österreichische Hintermannschaft steht wieder. Krankl. Lässt sich etwas weit abdrängen. Richtig, dass er nicht geschossen hat aus diesem spitzen Winkel, sondern geflankt hat. Jawohl, Halbzeit im Wiener Stadion. Inzwischen haben wir auch die offiziellen Zuschauerzahlen bekommen. Es sind 10.500 Zuschauer im Wiener Stadion. Das ist die Nummer 12, Santo. Foul an Keglewitz. Die habe ich. Bombenschuss des neuen rechten Verteidigers, der bisher seine Sache sehr gut macht. Er spielt Staub trocken.
auch bei diesem Regen. So, jetzt haben wir den Santor mal genauer gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Ja, und jetzt ist es kritisch. Nein, es sind schon einige Mittelfeldspieler nach hinten ausgewichen. Auch Herbert Prohaska, der heute sehr gut in der Defensive mitspielt. Das klappt heute reibungslos, muss ich sagen. Hoffentlich hat sich Dieter Mirnek jetzt nicht verletzt bei diesem Zusammenprall. Dieter Mirnek ist ein besonders harter Spieler auch im Einstecken, das wissen wir aus Berichten aus der deutschen Bundesliga. War lange jetzt verletzt gewesen, hatte eine Operation gehabt, trainierte erst seit 5 Wochen wieder. Wenzel. Ein Traumpass für Krankl von Kurt Wenzel. Und Krankl bedankt sich mit Applaus für dieses Zuspiel. Hattenberger. Und ist schon wieder da, attackiert den Umgang. Keglewitz. Wenzel. Und Krankl wäre schon daneben gestanden, bereit zum Abstauben. Die österreichischen Stürmer rochieren ständig, da alle von ihnen fast beidbeinig sind mit Hans Krankl mit einigen Einschränkungen. Aber wir haben heute schon erlebt, dass er auch mit dem rechten Fuß geschossen hat. Lara, er müsste schießen. Foul an der Strafraumgrenze. Gefährliche Distanz, besonders bei diesem rutschigen, nassen Boden. Wir haben jetzt 11 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte, nach wie vor 2:0 für die Österreicher. Ja, das wäre gerade die richtige Schussdistanz für Kurt Jara gewesen. Am Ball Nummer 8 Herbert Prohaska. Mesarosch dirigiert die Mauer. Mag sein, dass wieder ein einstudierter Freistoßzug hier rausschaut. Oder dass Prohaska für Krankl auflegt. Prohaska schoss selber und ich weiß nicht, wenn der Ball nicht von der Mauer abgefälscht worden wäre. Eine gute Stunde ist jetzt gespielt im Wiener Stadion, nach wie vor 2:0 einer überzeugenden österreichischen Fußballnationalmannschaft gegen die Ungarn. Petzai. Keglewitz. Tor. Nein, der Schiedsrichter hat entschieden, indirekter Freistoß für die Ungarn. Kein Tor, nach wie vor 2:0. Petzai. Mirnek ist gestartet, bekommt auch den Ball.
Gut gemacht und Bombenschuss von Kurt Wenzel aus vollem Lauf. Eine Paradeaktion. Das ist ja das, was der Teamchef sich immer vorstellt und was an der deutschen Mannschaft zu bewundert, dass die Formationen ineinander übergreifen. Und heute wird diese Forderung, glaube ich, zum Großteil erfüllt. Für Mirnek. Ja, und hier hat er wohl gesehen, dass Mirnek sich angelehnt hat an seinem Gegenspieler, daher Freistoß für die Ungarn. Wie lange haben wir gespielt? 23 Minuten in der zweiten Hälfte, steht nach wie vor 2:0 für Österreich. Daika, kein schlechter Spieler. Da hat ihn dann die Kraft verlassen auf diesem Solo. Ja, das wäre schon eine große Torchance der Ungarn gewesen. Die dritte in diesem Spiel. Es beginnt leider wieder stärker zu regnen. Nilaschi. Hattenberger, verletzt ist Daika, inzwischen Angriff der Österreicher. Ja, jetzt haben sie sich ein bisschen festgelaufen mit der Abwehr, aber Daika steht schon wieder. Noch 20 Minuten und Österreich führt 2:0. Foul an Esterhazy. Parozai. Geschossen hat Esterhazy und sehr sicher reagiert von Herbert Feurer, dem neuen Tormann der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Prohaska, sehr mannschaftsdienlich heute. Erwischt er den Ball noch? Ja, ist ausgerutscht, hätte ihn erwischt, ist aber ausgerutscht. Mit den Stoppeln im Rasen hängen geblieben, daher Torabstoß von Mesaros. Rund 18 Minuten vor Spielende. So kennen wir Kranke wirklich nicht immer. Esterhazy. Und Offside. Unser Mittelfeld hatte jetzt kurzfristig eine kleine künstlerische Pause eingeschaltet, aber wahrscheinlich kann man eben nicht 90 Minuten, besonders bei diesem kräfteraubenden Boden, ein so hohes Tempo gehen. Man muss sich bei den wetterfesten Zuschauern bedanken, dass sie so ein Höllenspektakel machen hier im Wiener Stadion. Sicherlich spielt auch eine Rolle, dass die Ungarn am letzten Wochenende pausiert haben, dass sie keine Meisterschaftsspiele austragen mussten. Daika. Oh, das war ein Bombenschuss. Von Böleşkay.
Ja, gemessen am Spielverlauf, ein Tor hätten die Ungarn sich wirklich schon verdient, aber die Österreicher hätten, das muss man auch so sehen, zweifellos auch noch ein drittes oder viertes schießen können. Ganz richtig, dass der schussstarke Baumeister jetzt bei diesem Boden sofort auch von Weitem darauf losgedonnert hat. Santo. Ja, ja, und wenn das kein Tor wird, es wird eines. Torschütze, Bodoni. 10 Minuten vor Schluss. Nach diesem Abwehr-Kickser. Solche Ausrutscher sind eben auf dem tiefen, nassen Boden möglich. Und jetzt müssen wir achten, dass das Spiel im Finish nicht noch ungewollt spannend wird. Noch 10 Minuten und die Ungarn sind bis auf ein Tor herangekommen. Kranke. Welzel. Eckball für die Österreicher, die jetzt sichtlich versuchen, noch einen Zahn zuzulegen. Müssen sie auch jetzt im Finish, damit sie das Match nicht mehr aus der Hand geben. Jara. Petzai war mit dem Kopf da. Mirnek, Obermeier und Tihani sichern inzwischen die Abwehr. Herbert Feurer. Baika. Kölöschkei. Unglaublich, wie schnell sich so ein Fußballspiel noch ändern kann. Baumeister, herrlicher Pass für Kegelwitz und. Jawohl! Ein Tor im richtigen Augenblick. 5 Minuten vor Schluss nach diesem Pass von Baumeister. Das zweite Tor des Teambabys Christian Kegelwitz. Alle freuen sich mit ihm. Diese Kaltblütigkeit, das war klasse, wie er den Ball am Tormann vorbeigeholt hat. Sie sehen ja das Ganze noch einmal. So, jetzt glaube ich, kann man nicht mehr viel verschreien. 4 Minuten vor Schluss. Höchste Zeit war dieses Tor. Ich glaube, da geben Sie mir recht. 3:1, das ist das gleiche Resultat wie beim letzten Heimspiel gegen Ungarn vor einem Jahr hier im Herbst, im September. Ja, mit diesem Griff nach Christian Kegelwitz hat der Teamchef wirklich einen Haupttreffer gelandet. So ist es, Mirnek. Baumeister. Er hat den vorstürmenden Diha nicht genau gesehen. Jara. Ja, sowas hat es im Fußball sicher noch nicht oft gegeben, dass ein Neuling, ein Teambaby, ein unerfahrener Spieler gleich
zwei Tore schießt, Krankeball am rechten Fuß und. Ich glaube, wenn er den Haken jetzt auf die andere Seite gemacht hätte und mit dem linken Fuß zum Schießen gekommen wäre, da hätte Mesarosch nicht viel Chancen gehabt. Also dieses Tor durch Christian Keglewitz hat das Spiel wieder völlig umgedreht. Ist auch klar, die Ungarn, die dem Ausgleich nachgelaufen sind, müssten ja jetzt praktisch resignieren, weil sie wissen, dass sie in diesen letzten Minuten keine zwei, drei Tore mehr zustande bringen können. Nilagi. Lang kann es nicht mehr gehen. Mirnek. Das Spiel ist aus. Jawohl. Österreich schlägt im Wiener Stadion in einem teilweise brillanten Spiel die Ungarn mit 3:1. Tore Kurt Welzner und Christian Keglewitz in der ersten Hälfte, dann wieder Keglewitz. Das, glaube ich, war ein Spiel, das sicherlich mehr Zuschauer verdient hätte. Aber für die Zukunft ist wichtig, das österreichische Publikum vertraut sicherlich wieder ihrer Nationalmannschaft.